Das Festival der Philosophie in Hannover bringt verschiedenste Menschen aus Kunst und Wissenschaft zusammen. In diesem Jahr zur Frage, wie viel Vernunft braucht der Mensch? Gestern endete das Festival nach etwa 100 Veranstaltungen im kleinen Sendesaal des NDR Hannover. Dort spielte das preisgekrönte Schimanowski-Quartett Beethovens Streichquartett A-Moll und diskutierte mit Erika Schuchert, Professorin für Bildungsforschung an der Universität Hannover, darüber, dass Beethoven mehr als nur den Verstand brauchte, um aus seiner Lebenskrise neue Schaffenskraft zu gewinnen. Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Trifft diese von Beethoven vorgegebene Aussage wirklich zu? Können Sie sich vorstellen, dass dieser Beethoven mit seiner so uns so ergreifenden Musik selber den Wunsch hat, seine Musik noch kommentieren zu müssen? Beethoven war ein Leben lang krank, mit 28 Jahren ertaubt, er hat gelitten. Die Musik allein konnte seiner Meinung nach dieses Leiden aber nicht ausreichend transportieren. Ein Leidensweg, den Erika Schuchert übrigens in einem achtfachen Lebensspiralweg visualisiert hat. Die Details dazu sind nachzulesen in ihrem 2008 erschienenen Buch Diesen Kuss der ganzen Welt, Beethovens schöpferischer Sprung aus der Krise. Doppelt muss ich leiden, wie ein Verbannter muss ich leben. Und er braucht 28 Jahre, bis er die Ode an die Freude oder den heiligen Dankgesang eines Genesenen zeitgleich schreibt. Heiliger Danksagung eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart. Diesen Zusatz hat Beethoven dem dritten Satz, dem Herzstück des Quartetts, nachträglich gegeben. Beethoven nutzte also die Sprache zusätzlich zur Musik, um seine Leiden auszudrücken. Unter diesem Vorwissen wurde der dritte Satz in 5 Abschnitte unterteilt. Der zweite davon, das Andante. Untertitelt mit »Neue Kraft empfindend«. Beethovens Begeisterung, Enthusiasmus über das Gefühl, genesen zu sein, über die neue Kraft, die er endlich wieder empfindet, lebenslang war er krank, ist so groß, dass er nicht aufhören kann zu danken und das Danken will nicht enden im Dreiachteltakt des D-Dur. Dieser Dialog hatte auch Auswirkungen auf die Musiker des Schimanowski-Quartetts. Geiger Grzegorz Kotow. Wir haben Fragen gestellt, was sind wir als Musiker, was können wir bewirken, was heißt das, ein Quartett zu sein, miteinander kommunizieren, miteinander sprechen. Und dann haben wir das natürlich ein bisschen anderes erlebt. Die Antwort auf diese ausnahmsweise einmal nicht musikalischen, sondern zwischenmenschlichen Fragen sei ihr Zusammenspiel auf der Bühne. Also wenn wir auf der Bühne stehen, dann wissen wir, ob wir was geschafft haben, ob es was Besonderes heute ist oder nicht. Zweimal hat das Schimanowski-Quartett am gestrigen Abend den dritten Satz gespielt. Vor und nach dem Dialog. Ist dazwischen etwas passiert? War es gestern etwas Besonderes? Ja, das muss man schon sagen. Wir haben am Anfang ganz anders gespielt und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann haben wir nochmal gespielt und das war wirklich anders. Das kann man, also wir haben das gespürt. Was tatsächlich auch der Zuhörer gespürt hat. Nicht schlechter, nicht besser, aber mit einer intensiven neuen Farbe. Das Schimanowski-Quartett im Dialog mit Erika Schuchert. Über den Abschluss des dritten Philosophiefestivals in Hannover berichtete Andrea Schwietzer.